Hallo und herzlich willkommen auf dem 5V-Kanal. Wir freuen uns sehr, euch für diese zweite Ausstrahlung hier wieder zu treffen. Genau wie ihr ist Jean-Michel gespannt, wo die Reise heute hingeht. Zuallererst möchten wir euch empfehlen, euch das Video bis zum Ende anzuschauen. Ihr werdet nämlich jede Menge Informationen erhalten, darunter auch Links zu den Weingütern, wo ihr die Weine finden könnt. Heute führt uns Jean-Michel in die Corbière, und zwar zum Château La Bastide, in ein kleines Dorf namens Escale, in dem Departement Aude, am äußersten Rand der Appellation, also der Herkunftsbezeichnung Minervois. Wir werden von Frau Nanping Gao, die seit 2015 den Betrieb führt, auf dem Weingut empfangen. Dieses Schloss hat eine bemerkenswerte Geschichte. Seine Besonderheit liegt daran, dass der Hauptteil zerstört wurde und dass das historische Schloss nicht mehr existiert. Heute sind nur noch die Wirtschaftsgebäude mit dem Brotofen und die Pferdeställe erhalten geblieben. Zu seiner Glanzzeit verfügte das Anwesen über etwa 40 Zugpferde. Wir befinden uns jetzt in dem Weinkeller. Die Besonderheit der Bastide sind ihre wertvollen halbunterirdischen Tanks, die nicht aus Beton, sondern aus Naturstein sind. Hier sehen wir 120 Fässer, in denen der Wein reifen kann. Die Weinberge erstrecken sich auf beiden Seiten des Anwesens. Hier wird eine nachhaltige Landwirtschaft betrieben, die gleichzeitig erlaubt, das Gedeihen der Weinreben zu begünstigen und das Leben der Böden sowie den Ausdruck des Terroirs aufrechtzuerhalten. Alte Foudres lassen das Bild dieses Anwesens wie ein Gemälde erscheinen. Über den Wein mit der Appellation Corbière oder mit der geschützten geografischen Angabe Haute-Haute-Rive kann man sagen, dass er den typischen Charakter seines Terroirs besitzt. Schöne, ausdrucksstarke Weißweine, ein Rosé namens Astrosa, glückliche Frau auf Occitanisch, sowie eine breite Palette an Rotweinen, von den knackigsten bis zu den fleischigsten, werden euch angenehm überraschen. Stolz stellt uns Frau Nanping Gao Historia 1770 vor, das zur Ehre dieses wunderschönen Schlosses und im Gedenken an all die Menschen, die seit 2050 Jahren hier gearbeitet haben, hergestellt wurde. Jean-Michel und Jean-Marie sind glücklich, euch diese kleine Entdeckung gezeigt zu haben und hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Nun werden euch unsere Links angezeigt. Hier findet ihr unsere Facebook-Seite, unseren Instagram-Link und die Adresse unserer Website, wo ihr alle Informationen über das Weingut La Bastide finden werdet. Gebt uns gerne hier ein kurzes Feedback oder stellt uns eure Fragen. Und vor allem abonniert unseren Kanal, um noch viele schöne Sachen zu entdecken.